Recht herzlich willkommen zur 28. Folge von Factorio. Ja, wir hatten letztes Mal festgestellt, dass wir das innere Band hier auch verbinden müssen mit dem Außenband, weil hier die Elektroteile fehlen. Genau so ist es. Gut. Wo geht das denn lang? Da geht das lang. Wenn wir das einfach hier dran erschließen, dann würde der Kreislauf ja hier durch funktionieren. Also müssen wir hier nur so ein Teil bauen, was das hin und her schiebt. Das wäre der. Dafür haben wir aber nicht genug Waren. Das sind Elektroteile und Eisenplatten fehlen uns dafür. Gut. Elektroteile finden wir hier. Sollten wir jetzt genug haben. Und Eisenplatten haben wir hier mal irgendwo reingeschmissen, aber die sind schon rausgebracht worden. Dann gucken wir mal gerade hier in der Kiste. Okay, da sind genug Eisenplatten. So, Förderband. Ne, dieser hier war das. Brauche ich zwei Stück von. Das heißt, ich baue einen da rein. Ach so, das will er jetzt nicht. So, jetzt will er das. Und dann müsste ich das so anschließen. Und schon laufen die Elektroteile auch dahin. So, aber die müssen ja da hinten vorbei, deswegen müssen wir hier noch etwas machen, dass das funktioniert, ne? Gut, und dann müssten wir hier das gerade wegnehmen. F, geht das so oder kann ich das so hinbauen? Muss ich mal schauen, ne? Geht so, alles klar. Gut, jetzt sollten die Elektroplatinen da gleich auch vorbeikommen. Ja. Die Forschungseinrichtung. Ach, wird schon funktionieren. Forschung läuft auf jeden Fall. Motor wird produziert. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt kommt das andere da auch noch drauf. Aber das wird alles klappen. Das Förderband war ja vorher leer fast. Also ist es ganz gut, was da passiert. Gut. Rote Flaschen sind wohl überall genug drin, ne? Ja, die grünen fehlen uns dann, aber da kommt wieder eine. Grün. Ja, er kann nicht ablegen hier. Wäre schön, wenn sich das mal ändert. Ja. Da kommt ein grüner Trank wieder. Aber die Forschung ist gleich verendet. Da ist sie. So. Für den Zug benötigen wir alles das. Und was fehlt denn da? Benötigt das. Also das können wir forschen. Gut, dann sind wir jetzt auf dem richtigen Weg zur Eisenbahn, ne? Okay, das zweite wird jetzt auch gerade benutzt. Jetzt ist nur der dritte noch gefragt. Da fehlen auch die Tränke und der vierte fehlen auch die grünen Tränke. Das sind die grünen Tränke, die da fehlen. Und wäre schön, wenn der absetzen könnte, ne? Ja. Wieso ist das nur so, dass das so geht? So, dann nehmen wir... Ach so, der kann das auch nicht. Okay, alles klar. Machen wir so. Und... Da wird einer hingehen, wenn da der Stromanschluss nicht wäre, ne? So.
Den mache ich mal dahin, dann kann ich den Log wegmachen. Und machen wir den dahin und dann kann ich dort den hinmachen. So, jetzt wird abgesetzt. So, wie sieht's aus? Er braucht Roboter. Die werden da produziert, ne? Oder wo war das? Da fehlt es jetzt an Zahnrädern wieder. Zahnräder sind aber da. Ich schaffe zurzeit aber da nicht dran vorbei, ne? Alles voll. Staut sich jetzt auch auf der Bahn. Es kommt gar nichts nach. Okay, da ist ein Zahnrad. Das Eisen ist nicht das Problem, wie wir gerade sehen. Das ist kilometerweit da. Es wird aber irgendwie hier nicht produziert, ne? Okay. Kann ich absetzen. Ja, ich glaube, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie anders gestalten. Der innere Kreis, der ist ja echt schäbig. Es wird jetzt auch nichts geforscht gerade, weil keine grünen Tränke wahrscheinlich vorhanden sind, ne? Ne. Zahnräder sind das Problemrad da. Da ist eins drin. Dafür sind wir uns an Roboter. Ja. Also hier vorne ist das Einzige, was läuft. Hier unten läuft gar nichts, weil nicht abgesetzt werden kann. Das ist die Frage, wie können wir das ändern? Hier hätte schon fast gesagt, wir bauen noch so ein Teil. Können wir wieder nicht Elektroteile fehlen. Gehen wir gerade hier unten hin zu der Kiste. Sind noch nicht mal welche drin, ne? Nimm die mal gerade raus. Ich glaube, jetzt können wir hier produzieren, ne? Ein. Reicht ja auch. So, und dann schließen wir das hier an. Und zwar das war verkehrt. So. Da weg. Dahin. So, jetzt kommt da drüben das hin und jetzt haben wir da auch mehr Eisen, ne? Sollte funktionieren. Schon laufen die Öfen da Hochtour. Was produziert der? Genote Frage, ne? Jetzt produziert er auf jeden Fall das. Und der? Die sollten eigentlich alle das produzieren, weil anders geht's ja gar nicht. Warum kriegt er denn nix? Kohle? Ach, der hat gar keinen Roboter hier.
Oder? Sehe ich das falsch? So, jetzt geht's, ne? Was mit dem? Der hat da nur einen. So, jetzt geht es auch. Und da fehlt auch noch einer. Stehen hier irgendwo auf der Wiese noch ein paar Roboter? Nee. Gut. Hier fehlt jetzt noch einer. Produzieren kann ich die, glaube ich. Doch, kann ich. Nee. Dahin. Und dahin. Die laufen alle. Es kommt kein Eisen nach. Ah, die Reihe ist jetzt abgebaut. Alles klar. Okay, der ist kaputt. Oder kaputt, sagen wir es mal nicht, ne? Förderband dahin. Und eine Stromleitung dahin. Nee, das war nicht die Stromleitung, das ist die Stromleitung. So, sollte da wieder was gehen, oder? Und der zweite ist auch kaputt, oder was? Quack, Rechtsklick. Ah, ich mach den da ein. Dann das Förderband dahin. Passt. Und Strom. Das war nicht Strom. Stromleitung fehlt wieder. Da. Fangen wir noch eine. Kupferkabel fehlen da, alles klar. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo was in der Kiste da unten haben. Jupp. Jetzt sind wir gerade wieder hoch dahin. Wo war das? Hier war das. Und schon läuft's wieder. Gut. Produktion läuft. Ja, jetzt ist auch genug, glaube ich. Da kommen jetzt mehr. Hier unten bei den Öfen sieht es zwar noch gerade ein bisschen mager aus, aber ich glaube, das wird schon noch werden, oder? Ja, mittlerweile läuft auch schon der zweite Ofen. Sollten wir noch einen Erzförderer da oben hinbauen? Nee, ich glaube, das geht so, oder? Ja, was machen die Zahnräder denn jetzt? Die laufen. Und da war schon Stau. Super. Oh, was hier passiert? Keine Ahnung, warum sich das so umgedreht hat. Da schau her, jetzt geht auch was hier. Nur gucken, dass er auch absetzen kann. Ne? Für den Zahnräder, aber die werden gerade auch geholt. Also läuft es auch mit dem Roboter wieder. Ja, wird werden.
Dauert halt seine Zeit. Gut. Was fehlt denn jetzt? Ah, Elektroteile. Da kommt aber eins. Okay, der Roboter ist da was rausgelandet. So, und hier werden jetzt auch grüne Tränke produziert. So, die laufen dann auch wieder in den Kreislauf rein. Da, guck, da wird auch schon geforscht. Geht wohl wieder. Gut. Ja, wollen wir hoffen, dass das alles so nach unseren Vorstellungen wird. Da ist ein grüner Trank, der wird jetzt nicht genommen, oder? Nein, der kommt in den zweiten rein. Wunderbar. Und dann geht's da auch schneller voran. 2, 3. Der geht auch vorbei. Gut, und dann haben wir schon 3 am Forschen. Gut, die Forschung geht also wieder krass voran. Es wird gleich hier noch was reingehen, oder? Ja, kein grüner mehr da. Doch, da kommen welche. Der erste kann nicht, der zweite kann. Der zweite nimmt es nicht mehr. Der dritte hat es gerade nicht geschafft, dadurch läuft der vierte. Ja, sieht doch gut aus, oder? Der nimmt den grünen diesmal auch. Ja, ich glaube, es läuft ein bisschen ordentlich. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es eigentlich reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.